Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute reagieren wir auf Mario sagt Luigi die Wahrheit. Das ist nie gut. Das ist nicht gut. Da wird irgendwas passieren. Und außerdem sieht der Arsch aus hier wie... Weiß ich nicht. Irgendwas, aber nie wie ein Arsch. Jo, es ist New Super Mario World. Alles ist so anders. Dieses Wasser im Himmel, Mario. Und diese Blöcke überall. Und Yoshi-Münzen. Luigi, ich bin seit 34 Jahren Klempner. Glaubst du wirklich, ich gehe zu irgendeiner Art Pilzkönigreich, Luigi? Tue ich nicht. Ich war nur auf einem ziemlich harten LSD-Trip und hab ein paar Prostituierte geknallt. Ja, das habe ich mir aber auch immer... Das muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich mir auch immer gedacht, ne? Wo ich, damals Super Mario gespielt habe, dachte ich eigentlich, dass ich auf dem Trip bin, obwohl ich nichts genommen habe. Ne? Das denke ich heute immer noch bei manchen Spielen, dass ich vielleicht auf dem Trip bin. Und dass man vielleicht Super Mario nur anders sieht, obwohl das Spiel was ganz anderes ist. Ne? Kann ja sein, man weiß es nicht. Ne? Oh nein, Kondom. Aber Mario, ich war mit dir dort im Pilzkönigreich. Nein, warst du nicht, Luigi. Du bist im 7. Stadium. Gehirnkrebs. Ich weiß nicht mal genau, was das bedeutet. Alter. Aber es ist schlimm. Das ist alles nur in deinem Kopf, Luigi. Es befindet sich nur in deiner Vorstellung. Es gibt nichts Derartiges wie ein Pilzkönigreich. Ich bin Klempner. Du bist von mir abhängig. Und meinem Lebensunterhalt. Seit Jahren, Luigi. Du bist ein nutzloser Lappen, Luigi. Aber ich hab dich unterstützt, weil du mein Bruder bist. Aber Mario, ich sah die Prinzessin. Sie ist echt. Das war eine tote Nutte, Luigi. Boah, ich hab sie in ein Alter. Bett gelegt, Luigi, während du gepennt hast. Du bist auf Pilzen. Aber Mario. Mario, was ist mit Toad? Was ist mit Toad? Luigi, das war kein Toad sprechender Pilz. Das war mein Schwanz, Luigi. Das war mein Schwanz. Okay, darum saß... Oh, das ist eklig. Oh, nee. Oh, wenn das mal Kinder sehen, das Video, ne? Die gerade so Super Mario spielen, ne? Sie werden das Game nie wieder anpacken. Die werden das Game nie wieder anpacken. Du schaust wie ein Pilz, Luigi. Ah, oh, schön. Die schöne Kindheit mit dem Schwanz. Die schöne Familie ist zusammen. Ja, war aber ein schöner Quickie mal zwischendurch. Hat mir wirklich gefallen. Klempner. War echt mal was anderes. Aber endlich wissen wir auch die Wahrheit. Auch an die Leute, ne? Die denken, dass die immer noch in so einer Welt rumlaufen und gegen Blöcke springen müssen. Das ist alles Fake. Das sind alles Fake News. Ne? Geht bitte zum Arzt. Weil ich sehe, ich habe es von Anfang an gesehen. Ich habe nämlich gegen Ex-Menschen gekämpft. Gegen Chemtrails. Ich habe es dann irgendwann gemerkt. So, ne? Also wenn ihr immer noch das Spiel spielt und ihr immer noch gegen Blöcke springt oder Gold einsammelt, Goldmünzen. Selbst nach der Wahrheit. Dann... solltet ihr euch Gedanken machen, weil dann seid ihr vielleicht die Leute, die was genommen haben, ne? Ja, und ich hoffe, war ein cooles Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv dativ akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.